Wir machen heute ein paar kleine Dinge nebenbei und noch die eine oder andere Korrektur zu den News bzw. neue News zu den News. Nummer 1, während ich dieses Nagelotz hier fange. Die Eier sind sogar vielleicht etwas besser als anfangs angekündigt, denn Niantic hat Alola Radfratz aus der News nach der Veröffentlichung rausgestrichen. Also das ist schon genial, denn ich muss ehrlich sagen, ja, Alola Radfratz, das gab es schon häufig in der Wildnis und das muss hier nicht unbedingt dazu, zu den neuen Eiern, die wir erhalten werden, sobald das aktuelle Einal-Event dann endet. Genau, und momentan gibt es eben nicht die Alola, sondern nur die Galar-Formen und die normalen Versionen von den Vieren. Das schon mal hierzu. Dann wurde ja gestern auch nochmal erneut mit weiteren Infos das Einladungsfeature für Fanraids angekündigt. Und das ist so ein bisschen die Niantic-Strategie. Ich mache gleich noch mit der Spezialforschung auch weiter. Kämpfen wir hier mal, Gewässer sind trügerisch. Also erstmal alles ankündigen und ganz nett und so und dann noch mit dem Niantic-Account irgendwelche Zusätze hinzufügen. Ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm vermutlich. Jedoch hat Niantic hier noch ergänzt. Am Anfang werden auch Leute aus Fanraids das Einladungsfeature nutzen können, aber später, irgendwann wird die Einladung nur möglich sein, wenn man sich bei der Arena vor Ort befindet. Und dieses Entoron macht mich hier gerade ordentlich fertig. Also, mit dem Plus-Button kann man dann bis zu 5 Freunde irgendwann später, wenn Niantic das dann komplett ändert und anpasst, wenn man auch als Fanraider dann weniger Schaden macht und so, dann wird man vor Ort sein müssen, um einladen zu können. Obwohl man ja sowieso weniger Schaden macht als Fanraider und irgendjemand sollte vor Ort sein, weil mit 5 Fanraidern wird man einige legendäre Raids bestimmt nicht schaffen. Das mal diese weitere Sache, die den Hype vielleicht ein wenig eindämmt. Und die Sticker werden wohl, wie das hier aktuell aussieht, auf dem Screenshot rechts oben dann bei dieser Postkarte, wenn man sie so nennen möchte, platziert. Und so könnte man dann, da habe ich auch ein paar Argumente für diese Sticker gelesen, eben könnte man herausheben, wenn man jemandem ein richtig geniales Geschenk schickt. So in der Art, ja okay, das sehe ich mir mal an. Was ist das denn? Beispielsweise Geschenke aus einer Safari-Zone, Geschenke aus dem Poké-Center irgendwo in Japan, Geschenke von einem Pokémon Go-Fest. Irgendwie solche genialen Postkarten eben. Aber ansonsten muss ich echt sagen, wow, an meine Freunde, wenn es da keinen Vorteil geben wird, denke ich nicht, dass ihr viele Sticker von mir erhalten werdet, weil dann beim Öffnen immer oder beim Verschicken noch einen Knopf drücken. Also wirklich, sorry, 30 Geschenke öffnen mit der aktuellen Freundesliste und wie das lädt und wie das teilweise rumspinnt manchmal mit vielen Updates. Ja, die Sache mit den Geschenken und der Freundesliste. Aber immerhin, jetzt kann man sortieren, jetzt kann man die Suchbegriffe eingeben. Das ist alles fein. Gut, und freut mich wirklich im Allgemeinen, dass es doch so gut ankommt. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet. Oh, jetzt schreiben wieder viele. Ja, all die Fehler existieren noch und Niantic bringt Sticker raus. Die wollten wir ja wirklich haben. Okay, dann. Moment, wir lesen das vor, aber gibt es eine feine Überleitung. Wunderbare Arbeit, Trainer. Du kennst vielleicht die Tradition, in der ein Pokémon-Trainer seinen ersten Partner aus einer Gruppe von 3 Pokémon auswählt. Diese ersten Partner-Pokémon sind normalerweise Feuer-, Wasser- oder Pflanzen-Pokémon. In Einal wählen viele Trainer Ottero vom Typ Wasser als ihr erstes Partner-Pokémon. Es ist bekannt, dass dieses Otter-Pokémon während des Kampfes die Muschel auf dem Bauch einsetzt. Ist das nicht einfach bezaubernd? Bitte setze deine Forschung fort und teile mir deine Ergebnisse mit. Na, mache ich. Jetzt kommt der Schritt eben. 5 Pokémon entwickeln, 15 Eier brüten und 15 Raids gewinnen. Das wird dauern. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, weil ich raide aktuell nicht so viel. Die Überleitung, von der ich gesprochen habe, ist folgende Freundesliste. Da packen wir den Spekulatius raus, denn es wurde gestern Abend/Nacht wieder was Neues im Code gefunden.
Und hier zünde ich mal ein Logmodul kurz noch, während ich da ein bisschen weiter quatsche über ein paar Dinge. Da wurde nämlich Folgendes gefunden. Freundesliste sortieren, Online-Status, verfügbar oder nicht. 4 verschiedene Sortierungsmöglichkeiten hier. Und das war auch durchaus, das waren sehr viele berechtigte Punkte. Ja, aber was habe ich mit dem Einladungsfeature, wenn wir keinen Chat haben und ich nicht sehe, ob die Leute online sind? Wenn man 5 einladen kann, soll ich alle 200 einladen und hoffen, dass das irgendjemand sieht und die Benachrichtigungen anhat und dann annimmt? Natürlich kann man über Skype, über Discord, über WhatsApp, über Telegram schreiben. Jedoch sollte genau sowas ja auch irgendwie direkt im Spiel funktionieren. Wenn wir an sämtliche Online-Rollenspiele und so denken, da gibt es fast überall einen Chat, wo man die Leute anschreiben kann, um sich so abzusprechen. Niemand kann davon ausgehen, dass man sich von 200 Leuten die Kontaktmöglichkeit merkt und wie heißt der auf Twitter und wie heißt der dort und von dem und der hat seine Nummer geändert. Man will ja auch so einfach vielleicht eine Online-Bekanntschaft so knüpfen, nur ein bisschen zum Raiden, auf ganz gemütlicher Basis und dann nicht. Ja, aber immerhin, eventuell braut sich da was zusammen, kein offizielles Wort von Niantic oder so, aber hier im Code mal hat irgendjemand eingetippt, Freundesliste, Freund sortieren online. Das wäre doch schon mal etwas, oder? Und dann, wenn man sieht, die Leute sind online, okay, dann kann ich dir eine Kampfliga-Anfrage schicken, dann kann ich dir eine Raid-Einladung schicken und vielleicht kann man das auch dann in den Einstellungen deaktivieren, so wie Freundeseinladungen zu Kampfliga. Vielleicht kann man dann deaktivieren, dass man keine Raid-Einladungen erhalten möchte, weil das dann ja vielleicht auch nervt. Aber wer es aktiviert hat, der wird dann vielleicht auch freudig annehmen. Also das wäre wirklich noch fein. Ansonsten ja, müsste man in seiner Gruppe fragen, hey, wer von meiner FL hat gerade Zeit und kann bei einem Raid helfen, obwohl man ja dann weniger Schaden verursacht, wenn Niantic diese Boni irgendwann wegnimmt. Und dann braucht man vermutlich 2-3 Fernraider, um wirklich eine Hilfe erhalten zu können und das auch nennenswerte Hilfe, dass man das so nennen kann. Gut, eine weitere Sache. Man kann wohl auch, allerdings habe ich leider nicht herausgefunden, ob man dafür das Update benötigt oder nicht, sich mit der Apple-ID einloggen. Also mit der Apple-ID Pokémon Go spielen. Hat überraschenderweise, muss man sagen, lange gedauert, weil Apple verdient sich doof und dämlich hier mit Pokémon Go, weil die bekommen ja irgendwie immer einen Teil von den Apps im App Store, ohne was dafür zu machen. Ja, jetzt kann man sich auch mit der Apple-ID einloggen. Und dann waren das mal so die News zu den News und ein bisschen Spekulatius. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und ich habe auch andere Leute drüber schreiben sehen. Durch das aktuelle Event, auch wenn es nicht so lange läuft, das zeigt die Kampfliga-Pokémon-Belohnungen, wie schlecht und schwachsinnig die momentan sind. Okay, tabben wir mal kurz in die Kampfliga hinein. Anton. So, ich möchte kurz das zeigen, was es momentan hier gibt. Genau, Starter, dies, das und Flunschlick und so weiter. Alles klar. Und häufig, jetzt wo die Legendären weg sind, häufig bekommt man wirklich, wow, die Starter aus der Einalregion. Und die sind jetzt aktuell, nicht ganz, aber eine knappe Woche, in der Wildnis ohne Ende. Ich habe gerade einen Serpivoy gefangen und ich glaube ein Floink war da vorhin auch dabei. Das ist einfach nur hier in der Nähe habe ich noch, was habe ich da gefangen gerade? Da war hier ein Serpivoy, ein Floink und ich habe keine 3 Minuten gespielt. Okay, ich habe 12 Minuten gerade aufgenommen. Man versteht, was ich meine. Und das ist einfach niederschmetternd. Wenn man die Pokémon aus der Kampfbelohnung, wo man noch dazu 3-mal gewinnen muss, was ja definitiv nicht immer gelingt. Und dann gibt es ein Serpifoy, wofür man gerade jetzt eine Minute rausgeht und hat auch ein Serpifoy. Das ist... Ah. Oder ein Tunnel, welches es mal als Community Day gab. Wow!
dass die Legendären weg sind, ist wirklich... Von mir aus müsst ihr ja nicht Reshiram reinpacken. Irgendein nicht so wertvolles Altes. Von mir aus auch ohne Shiny-Chance. Jedoch, oder andere, ich habe keine Lösung jetzt vielleicht in der Hinsicht für... Oder spontan habe ich gerade keine anderen Pokémon außer Legendäre. Wenn man kurz überlegt, fällt einem da jedoch bestimmt was ein. Flunschlick, ja, war noch so, aber jetzt Galar Flunschlick ohne Ende in der Wildnis. Also auch das Pokémon ist dann, nach dem Event denkt man sich, oh, jetzt bekomme ich einen Flunschlick. Ich habe aber schon 500 Bonbons, weil es das ja jetzt im Event gab. Und aus den Eiern und dies und das. Und ansonsten, Kapuno gibt es ja sowieso nicht. Das existiert vielleicht hier. Also das existiert, wenn man sich das ansieht, aber ich kann nur sagen, bei meinen 2770 Kämpfen habe ich geschlagene 2 Kapuno, glaube ich, bekommen. Lass es 3 gewesen sein. Ja, Geronimat auch eine Ultra-Seltenheit und dann nur exklusiv von dort. Die Kampfliga-Belohnungen, die sind momentan wirklich irgendwie kurios. Da, wo sie gut waren und wo noch Legendäre drin waren, musste man 4-mal gewinnen. Jeder so, hey, nein, 4-mal, das kann ja wohl nicht angehen. Jetzt, wo sie Schrott sind, bekommt man es direkt bei 3-mal. Jetzt sagt jeder, oh, die Belohnungen sind schlecht, dann Niantic so. Hier, Daniel, dankeschön, dass du mein Argument so unterstützt. So, und dann Niantic so, Spieler, wir haben euer Feedback gehört. Euch gefallen die Kampfliga-Belohnungen, oder ihr findet die Kampfliga-Belohnungen nicht mehr so wertvoll? Wir packen sie hinter 5 Siege. Ach ja, und übrigens, jetzt gibt's wieder Legendäre. gut. Ich muss echt sagen, früher, oh, da war dieses Feeling, yeah. Pokémon-Belohnung, endlich wieder. Aber jetzt so, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich noch ein Otaro, Serpifeu oder Floink sehe. Denn spätestens eben nach diesem Event braucht man die definitiv nicht mehr hinter so einem wichtigen Ding wie der Kampfliga-Belohnung. Und da verstehe ich auch nicht. Ich meine, Niantic will ja auch daran Geld verdienen. Und sie haben mit Absicht hier, wenn ich das nochmal anschaue... Bei einem Sieg, wenn man mit Premium Pass reingeht, der kostet. Da braucht man nur einen Sieg. Aber wer will denn jetzt so unbedingt die Belohnung? Die will man gerade gar nicht. Also, wirklich. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Spieler sprechen, aber auch so, was ich in meiner Community mitbekomme. Ah, da muss irgendwas Seltenes her. Ja, Legendäre, ich habe es befürchtet, dass die herausgenommen werden. Jedoch, es gibt ja auch noch andere Pokémon, die vielleicht sinnvoll sind und selten. Und vor allem, jetzt machen wir mal weiter. Diese 3 Starter sind 0 im PvP zu gebrauchen, so in etwa. Überspitzt gesagt. Da, was wird gebraucht? Galar Flunschlick, die nächste PvP-Belohnung. Ich meine, im PvP gibt es das normale Flunschlick, was sogar schlechter ist. Mittlerweile für die Superliga will man eher das Galar Flunschlick, obwohl beide natürlich möglich sind. So, die wichtigen Pokémon, die gab es schon so lange nicht mehr. Unter wichtig verstehe ich ein Dialga für die Meisterliga beispielsweise. Ein Registeel. Die anderen Regis, von mir aus vielleicht auch. All diese Pokémon. Wird ja Sinn machen, oder? Wenn man viel spielt im PvP, dass man für PvP besser wird, packt man die hier selten rein. Einfach so eine kleine Auswahl an PvP-Pokémon, selten ein Registeel reinpacken, selten ein Giratina, selten ein Dialga. Aber nö, wir bekommen Otaro, welches hier im Event hinterhergeworfen wird. Keine Ahnung, ob man da meinen Punkt ein bisschen so fühlen kann oder sagt, ja, okay, aber die Leute, die nicht in dem Event spielen, sondern danach, die wollen ja auch noch eine Chance auf Metagross und Otaro und so. Gut, ja, aber wo... Ich spreche auch für die. Die würden ja auch davon profitieren, wenn nicht ein Schrott Otaro rauskommen würde. Der Panzeron. Das ist... Was ist das für ein Lokmodul? Ich habe gerade in diesem Lokmodul ca. 10 Kampfliga-Belohnungen gefangen. Das ist lachhaft. Und ja, dieses Lokmodul kostet, aber auch ein Premium-Pass kostet, dass man die Belohnungen einfacher bekommt. Hey, wirklich, besser hätte man mein Argument nicht untermauern können. Panzeron ist ja da auch. Ist Panzeron noch immer drin? Ich glaube schon. Spaß beiseite. Kompletter Spaß beiseite. Ich habe, genau, Panzeron. Tanhell gefangen, Flunschlick gefangen, die Starter gefangen. In diesem, und Schildteros kann hier in dem Magnetenmodul auch noch drin sein. In diesem Modul gerade habe ich ca. 5 Kampfliga-Belohnungen 1:1 so rausgefangen. Na, ich bin gerade überrascht,
Wie gut das hier eben zur Geltung kam. Das war nicht mal beabsichtigt mit dem Magnetmodul. Okay. Ja, aber geht nur noch 2 Tage bis zum 8.6. 13 Uhr unsere Uhrzeit. Und je nachdem, wann man sich die Eier holt aus den Geschenken, dann das bestimmt, was drin ist. Aber die Galar-Pokémon, die werden erstmal bleiben, sowohl im Event und danach, aber vielleicht mit einer anderen Wahrscheinlichkeit. Davon gehe ich mal stark aus, wie ein Lichtel von einem Windstoß. Na gut. Na also, da würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge hier. Ich werde da noch ein bisschen weitermachen mit der Spezialforschung, jedoch wirklich, da hat man keine Eile mit der Zeit auch so. Irgendwann habe ich die 15 Raids schon voll, denn momentan mache ich die Raid-Stunden gerade nicht wirklich so. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.